Hallo, in diesem Video soll demonstriert werden, wie man unter Windows Live Mail die Kontakte, Nachrichten und Konten aus Outlook Express übernehmen kann. Die Vorbereitung beginnt natürlich auf dem Rechner, auf welchem Outlook Express installiert ist. Hier sind es nur wenige Nachrichten und Kontakte, in der Regel wird das mehr sein, aber zur Demonstration sollte das reichen. Wir haben also Nachrichten im Posteingang und unter den gesendeten Objekten und hier unten die Kontakte. Befassen wir uns zunächst mit den Nachrichten. Diese sind in verschiedenen DBX-Dateien gespeichert, welche wir jetzt komplett sichern müssen. Wo sich diese Dateien befinden, erfährt man am einfachsten über Extras, Optionen, Wartung, Speicherordner. Hier wird jetzt der komplette Pfad angezeigt, unter welchem der Ordner Outlook Express mit den DBX-Dateien liegt. Diesen Ordner wollen wir sichern. Ich habe das natürlich jetzt mal schon aufgerufen. Um diesen Ordner Outlook Express geht es. Die einfachste Möglichkeit ist es, diesen einfach komplett, wie er ist, an einen USB-Stick zu schicken. Das ging natürlich schnell mit den wenigen Nachrichten. In der Praxis wird das erheblich länger dauern. Als nächstes wollen wir unsere gesamten Kontakte sichern. Diese Kontakte sind im Adressbuch von Windows abgelegt. Es ist relativ einfach, diesen Ordner zu finden. Start, ausführen. Hier geben wir einfach die Variable UpData ein. OK. Und der Explorer öffnet sich an der richtigen Stelle. Hier öffnen wir jetzt den Ordner Microsoft. Und hier ist bereits das Adressbuch. Dieses senden wir wieder komplett an unseren USB-Stick. Damit wäre das auch schon erledigt. Kleine Ergänzung. Falls man den Rechner nicht mehr zur Verfügung hat mit Outlook Express, aber eine Sicherung der Systempartition, kann man diese Ordner von dort auch auf den Rechner mit Windows Live Mail übertragen. Komplizierter wird es mit den Konten. Die muss man unter Outlook Express exportieren. Da kommt man ohne Outlook Express sonst nicht mehr ran. Ich habe hier mal 4 Musterkonten. Ein Konto markieren, auf Exportieren klicken. Hier suchen wir uns sinnvollerweise gleich unseren USB-Stick aus, legen da einen Ordner an, OE-Konten zum Beispiel, und lassen hier jetzt die IAF dieses Kontos speichern. Das machen wir jetzt mit allen Konten. Es geht also auch recht fix. Somit hätten wir jetzt auch unsere E-Mail-Konten mit ihren Einstellungen gesichert. Und müssen diese Daten jetzt nur noch auf unserem neuen Rechner überspielen. Hier also, wie gesagt, unsere gesicherten E-Mail-Konten. Das gesicherte Adressbuch und unser Posteingangs- und gesendeten Ordner, gelöschten, was eben alles da drin liegt. Damit ist Teil 1 des Videos abgeschlossen und wir wechseln dann auf den anderen Rechner. So, wir möchten jetzt unsere Daten aus Outlook Express übernehmen.
Im Windows-Live-Mail können die Kontakte nicht direkt übernommen werden. Da müssen wir einen Umweg über das Benutzerkonto machen, den entsprechenden Kontaktordner. Dazu gehen wir einfach auf Start und rufen unseren persönlichen Ordner auf. Hier auf Kontakte, da steht unser Eigner schon drinne. Jetzt auf Importieren, Windows-Adressbuchdatei, Outlook Express. Wir haben das auf unserem USB-Stick, den Ordner Adressbuch, die Video-WAB, die ist richtig. Klicken wir einfach auf Öffnen und schon sind sie übernommen. Das können wir jetzt schließen und Windows Live Mail öffnen. Ich habe hier ein vollkommen blankes Windows Live Mail, ohne Kontakte, ohne Ordner, ohne Konten, nichts ist drin. Hier gehen wir jetzt auf die Kontakte. Es wird korrekt angezeigt, dass noch keine sind. Auf Importieren, Adressbuch für aktuellen Windows-Benutzer. Dann werden die Kontakte aus dem eben bestückten Ordner geladen. Hier nennen sie sich nun alle Kalle. Das sind ja bloß Demo-Kontakte. Die eigenen werden natürlich anders aussehen. So, befassen wir uns mit E-Mail. Wir haben natürlich noch keine Konten angelegt. Dazu rufen wir den Startordner von Windows Live Mail auf. Option E-Mail-Konten. Dazu haben wir jetzt auf unserem USB-Stick den Ordner OE-Konten auszuwählen. Und jetzt übernehmen wir einfach jeden einzelnen dieser Konten. Wieder importieren. Nochmal. Und nochmal. Das war's auch schon. Windows Live Mail hat die entsprechenden Konten sofort angelegt. Wir können uns auch die Einstellungen ansehen, ob alles immer stimmt. Ja. Eigentlich nichts zu bemängeln. Okay, jetzt geht es noch um unsere Nachrichten. Die fehlen ja auch noch. Gehen wir wieder Startverzeichnis, Nachrichten importieren, aus Outlook Express weiter durchsuchen, gehen wieder auf unseren USB-Stick. Wählen hier den Ordner Outlook Express aus, also nicht die DBX-Dateien direkt, sondern nur den Ordner, in dem sich diese Dateien bewegen. Gehen auf OK, weiter, alle Ordner übernehmen, weiter, fertigstellen. Die Nachrichten sind jetzt natürlich nicht in diesen einzelnen Verzeichnissen gelandet, weil hier auch die Struktur ganz anders aufgebaut ist, sondern befinden sich unter Speicherordner, importierter Ordner, lokaler Ordner. Und hier finden wir praktisch das so vor, wie es unter Outlook Express gesichert wurde. Unsere Beispielnachrichten finden wir hier wieder. Unter den Gesendeten, unter den Erhaltenen. Und hier können wir die jetzt aus diesem importierten Ordner in die korrekten Ordner übernehmen. Einfach durch Verschieben. Ich mache das jetzt mal willkürlich, ohne nachzugucken. Das Gleiche können wir dann auch mit den Gesendeten machen.
verschieben wir auch wieder in die entsprechenden Ordner oder wie man eben das organisiert hat. Das war es eigentlich schon. So wurde alles übernommen. Dieser importierte Ordner interessiert eigentlich nicht mehr, da er leer ist. Klick ihn einfach weg. Ja, das war's. Ich kann jetzt an dieser Stelle Windows Live beenden.